So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Crysis 2 mit eurem Allison Burger. Ja. Yeah. Wir haben gerade diese Leitung hier zerstört und sind jetzt auf dem Weg hier. Wo sind wir eigentlich hin? Beaver Visor, ne? Genau. 133 Meter, 124 Meter, was haben wir hier noch? Verlassen und flankieren. Nee. Wir machen uns mal auf den Weg dort hinten hin. Hier wäre der Konten. Ich musste das hier gerade mal mit dieser dicken Action nochmal neu spielen. Ein Snipergewehr. Soll man einen Sniper mitnehmen? Sie bieten sich so schön an. Dann wird man sie bestimmt auch für irgendwas gebrauchen. Da ist eins da oben. Hey, cool, den ersten haben wir schon ausgeschaltet. Wir können ja gleich zurücktauschen. Hey, cool, dadurch krepieren die aber ziemlich fix. Reload. Oh, keine Munition mehr. Bäh. Das ist natürlich uncool, wenn er nur so wenig Schuss hat. Ist der down? Nee, ne? Ach, da ist er. Nein, Kollegen. Nicht mit mir. So, du bekommst doch das hier zu fressen. So, du durftest jetzt auch noch krepieren. Was sagt mir denn mein Visor? Nachschub, natürlich. Gut, viel mehr feindlich sehe ich hier gerade auch nicht. Okay. Sniper ist jetzt eh schon weg. Gut, dann sammeln wir nochmal gerade hier diese Glitzerdinger auf. Davon dürften wir zwischen auch eine ganze Menge haben. Oh, guck mal hier. Direkt am Nachschub verbarrikadiert er sich. So, dann gucken wir mal. Dass wir hier oben... okay. Das habe ich erst gar nicht gesehen, dass da oben noch so ein dicker Gollum steht. Hier, genau da. Tarnfeld aktiviert. Oh, wie mache ich den jetzt am besten platt? Wenn der sich mal wegdrehen würde, wäre das ja schon gleich viel einfacher.
Boah, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass an jeder dieser Stationen so ein dicker Gollum rumstehen wird hier. Und ich weiß, dem auf die Brustplatte zu schießen, macht keinen Sinn. Versuchen wir es mal mit Headshot. Ist der da schon so am Brennen oder so aufleuchten da komisch? Ey, das wäre ganz okay, wenn mir an dem die Munition ausgehen wird. Der frisst aber auch hier, das ist unglaublich. Hat er gerade seinen Kopf verloren? Ich habe gelesen, der meiste Schade macht diese gelatinartige Panzerung. Flüssigkeit, deswegen versuche ich dem da oben rein zu schießen. Warte mal, habe ich hierfür eigentlich schon ein anderes Visier? Nee. Habe ich nicht. Super. Das werden wir den ganzen Tag noch so machen können. Eieiei. Uiuiui, also. Ah, er ist krepiert. Er ist krepiert, jawohl. Wo war denn jetzt? Hier war doch irgendwo, genau hier. Gib mir Munition. So, jetzt können wir da hinten zerstören gehen. Oh mein Gott. Die Viecher fressen aber auch. Zum Glück habe ich den vorher noch gesehen, sonst wäre man da dem jetzt eiskalt hier hinten reingelaufen. Guck mal, er ist verschwunden. Das ist so ein Teleporter. Gut. Sie kriegen den gewünschten Effekt, aber Sie müssen sich beeilen. Die Idioten im Pentagon werden in Kürze handeln. Oh, Idioten im Pentagon. Nix, wir haben ja so einen lustigen Arm, der hier zufälligerweise durch die Straße kommt. Da müssen wir hin. Krasser Scheiß. Kontrollpunkt, schon wieder einen erreicht. Was ist denn das für einer? So, weg mit dir. Und du auch. Was war denn das eben für ein Vieh, das wir hier hatten? Der hat mir auch 300 Punkte gegeben. Wow. Wow. Normalerweise geben die einem maximal 100 Punkte. Ah, ich hätte drauf schießen sollen. Mist. Na gut, sowas sieht man dann erst im Nachhinein. Aber gut. Aber gut, ne? Man kann ja nicht immer alles so haben. Ja, natürlich. Und zur Begrüßung gibt es dann noch so ein paar von diesen lustigen Monstern. Ah, super. Da habe ich immer richtig Bammel vor, wenn ich inzwischen gegen die spiele, weil die können richtig dicke austeilen. Ah, guck mal hier, Munition gibt es hier sogar. Munition nehmen wir gerne mit. Optionen.
So, du bist jetzt schon geplatzt, das ist doch ganz gut. Du auch? Krass. Ah, schon wieder so einer. Ganz ekelhaft, diese Typen. Aber nicht ganz so ekelhaft wie die anderen Kollegen, die wir da haben. Genau, 300 Punkte. Wow, wow, wow. Ah, der Dicke ist auch wieder da. Da bist du. So, du frisst das. Wow. Wow, wow, wow. Na super, mein Lieblingsspielkamerad ist wieder hier. Und ich habe jetzt mal natürlich... Boah, super, wie machen wir den denn jetzt platt? Oh nein, oh. Ist das so ein Patrouilleläufer? Das wäre sehr praktisch. Wo läuft der hier lang? Da. Wie konnte ich ihn übersehen? Vielleicht klappt es ja damit. Da müssen wir gerade einen Moment warten. Da tut mir leid. Aber vielleicht ist er ja so intelligent und macht sich irgendwann auf den Weg wieder zurück zu uns. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Würde er direkt in meine Sprengfalle reinlaufen. Hoffentlich zünde ich die am richtigen Moment. Das wäre richtig uncool, wenn ihr jetzt da stehen würde und ich würde... Bäh. Ay, bravo. Sucht er jetzt etwa? Ich glaube, ich hätte ihn vorhin nicht anschießen dürfen. Ah, jetzt könnte ich eine Sniper gebrauchen. Die macht richtig Damage. Braucht nur wenig Schüsse. Stattdessen... Oh, kacke, ich habe gleich keine Muni mehr. So, das war's mit der Waffe Muni. Und das hier ist keine Fernkampfwaffe. Baller hier einen Schuss nach dem anderen und treffen nix. Oh, ich bin auch so ein Idiot. So, die letzten 18 Schuss bewache ich mir mal auf. Auch wenn das jetzt nicht mehr viel ist, so. So, dann müssen wir uns vermutlich dahin schleichen. Korbvernichtungseinheit. Bezeichnung Koloss. Verstärktes Exokolett. Schnellfeuer, Energiewaffen. Schwachpunkt Expon Galert. Ah ja, gut. Also, der sein Schwachpunkt liegt am an der galatassigen... Oder dieser galatassigen Masse da. Tarnfeld aktiviert. Gut. Okay, nicht gut eigentlich. Denn die können wir nicht zerstören. Und das hier machen wir erst, wenn wir diesen Golos da hinten zerstört haben. Tarnfeld aktiviert.
So, gib mir die Munition her. Und dann lässt du mich mal nachladen. Dann gucken wir mal, ob wir noch eine Granate schmeißen können. Haben wir hier echt die letzten Schuss aufgenommen. Wie viel haben wir eigentlich von diesen Punkten inzwischen? 5200 Punkte, mein lieber Scholli. Was haben wir hier? Automatische Warnung, wenn ein Feind in der Nähe ist, oder... Ja, den haben wir noch drin, ne? Ja, haben wir drin. So, was haben wir denn hier hin? Ah, können wir dann schon, also brauchen wir da gar nicht gucken. Energie, Mobilitätsverbrauch, und dann haben wir ja hier, gibt beim Fall zusätzliche Kontrolle. Ne, brauchen wir nicht, haben wir gesagt, so. Da brauchen wir irgendwie alles gar nicht. Aber wir kaufen es einfach mal. Warum? Wir nehmen das hier ein, so. Denn dann würde mich wieder mal interessieren, was das hier ist. Lufttritt und dann hier sowas wie umlenken. Ja, ne, müssen wir einfach mal kaufen. Hier können wir auch mal kaufen. Modul kaufen. Ausrüsten werden wir bei das hier. Oh, drücke ich mal die falsche Taste. Warum? Weil mir es einfach besser gefällt. Was? Ich soll die zentrale Alienstruktur sabotieren? Muss ich hier überhaupt durch? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier durch muss. Probieren wir es aus. Maximale Panzerung rein. Maximale Panzerung. Okay, hier ist es egal, ob ich eine maximale Panzerung habe. Gut. Mal sehen, was der Anzug alles kann. Ausgezeichnet. Erkennung, Kommunikation, Austausch. Die Protokolle sind kompatibel. Hat das Ding nicht etwa ausgekotzt oder was? Ah, mehr Widerstand als erwartet. Sie sollten... Entschuldigen Sie mich bitte. Maus 1, Kante greifen. Wie? Boah, hier, Maus 1, kriechen. Jawohl, jetzt muss ich hier kriechen simulieren oder was? Geil! Oh. Alcatraz, hören Sie mir genau zu. Die Entscheidung ist gefallen. Die Bomber sind unterwegs. Nichts geht aus da. Ich habe einen Helikopter geschickt, aber Sie müssen sich beeilen. Suchen Sie sich eine erhöhte Position. Schnell! Wohin? Ich bin verwirrt. Also, schnell weg hier. Entkomme der Flut. Erreiche den Helikopter, um inspiriert zu werden. Ja, bestens. Wo muss ich da hin? Hinaufsteigen, Nachschub annehmen. Scharfschütze. Ach, nee. Ich muss hier raus. Aber der zeigt mir kein Ziel nach. Da ist ein Helikopter! Genau so. Die Barriere ist unten. Laufen Sie, Alcatraz. Sie müssen da lebend raus. Sie und Ihr Anzug sind unsere einzige Hoffnung. Wow, 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 wow! Ah!
ja, weggerabbelt. Ich hab's nicht geschafft. Systemfehler, sicher. Analyse des DNA-Vektors abgeschlossen. Nanoformanalyse abgeschlossen. Kompatibilitätsregistrierung wird durchgeführt. Verarbeite. 76%. Sperrprotokoll wird benötigt. Oh Gott, da haben wir gerade echt die Mission fehlgeschlagen. Huiuiui, das ist ja noch nicht passiert. Allerdings... Ja gut, komm. Der muss hier irgendwo sein. Ja, wenn dieses Ordnungsgerät von Bull tatsächlich funktioniert. Und wenn er nicht in den Wellen ertrunken ist... Scheiß Pentagon, ist denn das zu glauben? Wir haben das Weg festgestellt. Da! Da drüben! Ich bin's, Chino. Erinnern Sie sich? Ja, gib her, Junge. Ah nee, F, nicht D. Was ist mit ihm geschehen? Boah, geile Waffe. Hübscher Anzug, Mann. Von der Fifth Avenue. Waren Sie etwa ohne mich einkaufen? Los, wir müssen irgendwo hin, wo es sicher ist. Wir sind hier leichte Beute. Ja, in der Tat. Ohne Scheiß, Mann. Unterstütze die Delta Company. Erreiche den Exfiltrationspunkt. Auf Übersicht achten. Taktische Optionen verfügbar. Ja, gut. So, allerdings der Wecker gerade vor ein paar Minuten gerabbelt. Deswegen machen wir mal hier an dieser Stelle eine kurze Break. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Hoffentlich sehen wir uns dann in der 12. Folge von Let's Play Crysis 2 wieder. Tschüss!